Deutsche Leichtathletin und Politikerin Ruth Fuchs starb am 20. September im Alter von 76 Jahren. 1967 holte sie ihren ersten von insgesamt 11 DDR-Meistertiteln. 1970 durchbrach sie als erste DDR-Speerwerferin die 60-Meter-Marke und gewann den Europacup. In München gewann Fuchs bei den Olympischen Spielen 1972 die Goldmedaille. Auch 1975 konnte sie beim Europacup gewinnen und in Montreal wurde sie 1976 zum zweiten Mal Olympiasiegerin. Nach ihrer Sportkarriere wechselte die Leichtathletin in die Politik. Deutsch-türkischer Schauspieler Ünal Silver starb am 29. August im Alter von 75 Jahren. Im Fernsehen war er sowohl in Serien wie König von Kreuzberg und in Reihen wie Tatort zu sehen. Daneben wirkte Silver auch in zahlreichen deutschen Spielfilmen mit. Deutsche Politikerin Lore Maria Peschel-Gutzeit starb am 2. September im Alter von 90 Jahren. Als Vorsitzende des Deutschen Juristinnenbundes sowie als Senatorin war sie eine Vorkämpferin für Frauenrechte und für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit. Deutsche DJin Stefanie Merten starb am 12. September im Alter von 32 Jahren. Sie war eine feste Größe der deutschen Techno-Szene. Deutscher Jazzmusiker Wolfgang Engstfeld starb am 17. September im Alter von 72 Jahren. Wolfgang war einer der besten Musiker, die die deutsche Jazzszene je hervorgebracht hat. Deutscher Politiker Josef Rödel starb am 16. September im Alter von 98 Jahren. 56 Jahre lang hat Josef Rödel als Ortsbürgermeister sich um seinen Heimatort Windhagen im Kreis Neuwied gekümmert. Deutscher Motorradbahnrennfahrer Manfred Poschenrieder starb am 11. September im Alter von 85 Jahren. Deutscher Fußballspieler Alois Glaubitz starb am 9. September im Alter von 89 Jahren. Deutsche Musikkabarettistin Notburger Well starb am 8. September im Alter von 71 Jahren. Deutscher Politiker Hans-Ulrich Klose starb am 6. September im Alter von 86 Jahren. Er war von 1974 bis 1981 Regierungschef in Hamburg und von 1991 bis 1994 Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag. Deutscher Maler und Autor Jürgen Klaus starb am 5. September im Alter von 88 Jahren. Russisch-deutscher Pianist Anatol Ugoschi starb am 5. September im Alter von 80 Jahren. Deutscher Musiker, Schriftsteller und Radiomoderator Karl Ludwig Reichert starb am 4. September im Alter von 77 Jahren. Deutsche Autorin Felicitas Gottschalk starb am 3. September im Alter von 79 Jahren. Deutscher Musiker Thomas Fritz starb am 29. August im Alter von 73 Jahren. Von 1974 bis 1986 musizierte er mit Erich Schmeckenbecher als Duo unter dem Namen Zupfgeigenhansel. Deutscher Mundartschauspieler Karl-Heinz Hartmann starb am 29. August im Alter von 73 Jahren. Hartmann war als Schauspieler vor allem durch seine Rolle in Hannes und der Bürgermeister bekannt. US-amerikanisch-deutscher Basketballspieler Dennis Kramer starb am 27. August im Alter von 31 Jahren. Er bestritt 188 Spiele in der Basketball-Bundesliga. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, klicke auf den Abonnieren-Button.